sein. Das, ne, das ist so, ja. Erste Besprechung heißt das Kapitel. Wir springen also wieder zurück. Also alles noch vor der Party. Hey, hui. Schon irgendwie cool. Was können wir denn hier machen? Yeah. Wegen dir haben wir Ärger. Also hör jetzt auf. Ja, ist ja gut, Mann. Er übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Na los, geh zu ihm. Ich warte hier, Schätzchen. Darf ich mich umsehen? Ach, da lernen die sich wahrscheinlich erst einmal kennen, die beiden. Hallo, mein Freund. Na? Jody, er wartet auf dich. Ja, soll er doch warten. Ich will mich mal ein bisschen umsehen hier. Was steht hier? DPA, National Defense Laboratory. Nathan Dawkins. Please enter Passwort. Haben wir nicht. Können wir ja wahrscheinlich rausfinden. Kann man hier die Briefe lesen? Ah, verdammt, leider nicht, glaube ich. Stehen irgendwelche Formeln drauf. Was haben wir hier? Haunted Orphagain. Was haben wir denn noch hier stehen? Possession and Hysteria. Er befasst sich also mit dem paranormalen Krempel. Da ist er ja bei uns an der richtigen Adresse, wenn ich das mal so sagen darf. Nochmal hier schnell schauen, was steht hier für Bücher? Was haben wir denn da alle stehen? Elektrophysiologie. Neuro. Was steht da? Neurosyregie. Allerlei. Alles mit G, Mr. GG. So, okay, dann gucken wir mal. Wie alt mögen wir hier sein? Hallo, Jody. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Drake. Nathan Dawkins. Entschuldigung. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Darf ich mich umgucken? Entschuldigung. Warte mal, was ist das denn? Oh, eine Schneekugel. Voll geil. Gefällt sie dir? Du kannst sie behalten, wenn du willst. Ja, ja, erstmal Geschenke machen, ne? Von dem netten Onkel. Will ich nicht. Nachher schenkt er mir noch Bonbons oder so. Entschuldigung. Ziemlich trocken, die Bücher. Ehrlich gesagt, gelesen habe ich die auch nicht alle. Was ist mit dir? Liest du gern? Alpha Waves, aha. Du kannst dich setzen, wenn du willst. Gibt's hier noch irgendwas anderes? Alter, diese Fliege ist immer noch hier. Alter, genau auf dem Monitor. Ich glaub's nicht. Warte mal eben. Da oben. Diplom. Aha. Ja, dann setzen wir uns mal. Jody, mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Jody? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Ja. Und? Geht dich gar nichts an. So. Ich kann verstehen, wenn du nicht gerne darüber reden willst. Mm-mm. Aber wenn doch, finde ich vielleicht etwas raus. Dieser Freund. Ja. Kennst du ihn denn schon seit langem?
Kann sein. Weiß nicht. Seit deiner Geburt? Ich weiß es ja nicht, deswegen sage ich weiß es nicht. Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Nein. Kannst du ihn für mich malen? Nee. Wir kennen ihn ja noch nicht. Geil wäre, wenn ich mal kurz unterbrechen darf. Geil wäre natürlich, wenn wir jetzt wirklich malen dürften, selber, und könnten da irgendwas hinmalen, frei. Also frei jetzt aus der Hand. Würde ich einfach so zwei Augen malen und fertig. Und dann würde ich mal gerne wissen, wie der darauf reagieren würde. Aber das geht ja, glaube ich, nicht. Warum muss ich denn jetzt? Ich muss doch nicht malen, oder? Diese Animationen sind, ne? Das ist der Hammer. Boah, dieses Geräusch von diesem Buntstiften, das habe ich immer geliebt früher in der Schule. So sieht er aus. Stört's dich, wenn ich's ansehe? Ne. Kannst du, habe ich ja extra für dich gemalt. So. Also. Dieses Ding ist ein Freund. Und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Ist er jetzt gerade hier? Kannst du ihn bitten, was zu machen? Dann bleiben wir auf jeden Fall. Ich meine, wir bleiben so oder so hier. Ja, komm. Machen wir denn? Boah, so viele Möglichkeiten. Verdammt. Ich weiß gar nicht. Mach, komm, wir machen die. Muss da schon was Beeindruckendes sein. Warte mal, komm, wir machen mal hier die Kiste hier oder so. Na, ja, lass mal. Du sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Ich sag einem nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Eieieiei. Nein. Das waren die Monster. Wie cool ist das Spiel bitte? Alter. Aber woher kommt denn diese Eiden? Erste Besprechung. Sie und 1% der anderen Spieler haben diesen Weg genommen. 76% Aiden gezeichnet. Aidens Kräfte gezeigt. Aha, 81%. Guck mal, so schlecht liege ich gar nicht, so wie die anderen Spieler. Ist ja interessant. Wahnsinn. Willkommen bei der CIA. Das ist wieder ja in der Zukunft. Doch. Auf jeden Fall nach der Party. Dein Zimmer. Hier lernst und schläfst du für die nächsten 3 Jahre. Das Training startet morgen früh um 5. Sei pünktlich. Was? Bitte was?
Uah. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß es genau. Quicktime. Komm schon hoch! Hopp, hopp! Was? Nein! Was? Zu spät? Bewege ich den rechten Stick? Was, wenn die Aktion in Zeitlupe abläuft? Hä? Ach so. Ich habe das erst nicht verstanden. Ich bin zu schlecht. Und jetzt? Alter, ich muss... Los, fest zugreifen! Nutz die Bewegung aus und schwing dich so rüber! Heut noch! Ich bin so schlecht. In Quicktime. Das wissen wir ja seit Heavy Rain. Ganz genau so hoch! Komm schon! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Ja, schrei mich nicht so an. Ich bin sensibel. Oh Gott. Das wird so schief gehen. Folgen Sie Josephs Richtung, um Ihre Aktion abzuschließen. Aha. Was? Aha. Ei, das kann nur schief gehen. Ich sehe das. Nein. Ei. Das wird so schief gehen. Aua. Das war so klar. Das war so klar. Oh Mann, ich drücke immer falsch. Fangen wir nochmal an. Ich kann das nicht. Okay, das war besser. Eieieiei. Komm, ich... Deckung. Zielen, schießen. Dann zur nächsten Deckung. Kapiert? Okay. Komm, ich ein bisschen in Schwitzen. Lehnen. Okay. Wie war das nochmal? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ban, okay, man kann... Wow. Gut. Alter, ist es so? Ich bin so am Schwitzen. Ich komm so ins Schwitzen. Exzellent, Jody. Yeah. Okay, Rekrut. Jetzt hau diese Ölfässer da um. Aha, hab ich mir doch gedacht. Das kann doch nicht alles sein. Na, geh doch an die Seite. Oh nein. Schon wieder der. Ich hasse den. Oh.
Ich kann das nicht. Guck mal, der blutet. Oh, komm. Ja, jetzt kapier es auch. Oh, oh, au, 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 oh, Alter, das tat weh. Aua. Schneller! Und lass den Fettarsch unten! Hallo? Hey, ja, am knackigen. Hoppo. Das gibt's doch gar nicht. Los jetzt! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde das nicht schaffen. Ich werde das nicht schaffen. Ich werde das Training nicht absolvieren. Oh, das ging gerade nochmal gut. Alter, die Fliege mitten auf dem Bildschirm. Hau ab! Mach schon, Rekrut! Das soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein! Oh Gott, wie ich diesen Typen hasse. Den habe ich so gefressen. Also ich kann das nicht. Ah. Bitte, warte mal. Was halten Sie die Kugeln zusammen um... Was halten Sie zum Heilen beide Kugeln auf die Wunde? Ach, wie krass. Ah, wir können sie sogar heilen. Ach, das ist ja Hammer. Alter Schwede. Alter, diese Scheißfliege. Oh nein, na komm. So, R1. Ja. L1. Oh. Ach komm. 2 gegen 1, wie unfair. Komm schon. Und dann noch mit dem Stock. Okay. Bäm, in die Fresse. Bäm, in die Fresse. Brech in den Arm. Brech in den Arm. Nicht übel. Wie bitte? Ich glaube, da fällst du auch tot ins Bett dann abends. Ich war zum Beispiel nicht bei der Bundeswehr und auch kein Zivi. Ich hatte mich komplett gedrückt. Nur mal so am Rande. Eieieiei. Ich glaube, wir müssen da durch und die... Ich glaube, wir müssen zur Fahne. Okay. Was lenken Sie Soldaten ab? Was mit Aiden? Achso, okay. Wie kann ich denn... Kann ich jetzt... Achso. Aha. Achso. Das ist ja spannend. Okay. Ich bin gerade ein bisschen... Boah, wir sind gut. Wir sind sehr gut. Wir sind sehr gut. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Okay, da können wir ablenken, aber wir können ja nicht die Fässer hier vorne umwerfen. Die ja bringt uns nichts. Okay. Einmal kurz.
kurz umgucken. So. Da müssen wir hin. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hin. Aua, das muss doch wehtun. Okay, ich muss die Wache irgendwie ablenken. Der hätte uns eh gesehen. Haben wir ihn mal ausgenockt. Nicht übel, Jody. Ach komm. Aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Ach komm. Wenn das kein Training wäre, dann wäre das dein allerletzter blöder Spruch, Wayne. Tja. Glückwunsch, Agent Holmes. Gut gemacht. Willkommen bei der CIA. Danke, Sir. Na, ja, Jody. Willkommen bei der Agency. Hey, du bist mit dabei, Jody. Herzlichen Glückwunsch. Wie alt ist sie da? 20 oder so? Oder? Okay, so in guter Form 80%, ja, während des Trainings nicht entdeckt 59%, über die Hälfte.